Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Path of Exiles Kurzschläger. Ich werde euch ja ein bisschen durch die Akte ziehen und ja die Maps natürlich dann machen. Endgame vielleicht auch machen und so weiter. Ich habe aber bei einem anderen guten Livestreamer gesehen, es wird wahrscheinlich nicht so viel reichen, deshalb mache ich nebenbei auch noch ein bisschen Livestreams, wo ich ein bisschen eher grinde, jetzt nicht unbedingt alles mache, was ich hier eigentlich zeigen möchte. Gut, ja, wir starten mit einem Marauder und wir stellen, also wir benutzen den Shield, jetzt weiß ich den Skill-Namen nicht gerade so auswendig, aber einfach ein Attack-Skill mit dem Schild. Und ja, versuchen einfach mal da auch ein bisschen Solo-Self-Found durchzukommen. Also ein bisschen, habe ich gesagt. Es ist nämlich von der Gilde, habe ich ein paar Items geholt, weil die anderen Builds sehr schwer waren im Livestream. Bin hier nur im Livestream. Und deshalb, ja, ist das nicht natürlich so gut gewesen ohne Items. Sonst hätte das zu lange gedauert, weil ich getestet habe. Es kommt mir nämlich so vor, als würden die Spieler nicht so zufrieden sein. Ich bin völlig zufrieden. Der Leech-Content ist eigentlich richtig schnell und cool. Aber es droppen bei mir irgendwie nicht so viele Items. Also die Orangen-Items sind irgendwie ein bisschen wenig da. Da, eins auf die Omme. So. Jo, für alle Neulinge, das ist ein Action-Rollenspiel, ein Hack and Slay. Da kloppt man auf Monster herum und sucht und sammelt Gegenstände. Und weil das Spiel ja schon so mega umfangreich ist, es gibt immer wieder so Events, wo man bestimmte Sachen machen kann, wie zum Beispiel ganz viele Monster kloppen und dann irgendwelche Gegenstände bekommt, die besonders sind für dieses Event. Ja. Und natürlich Questen und anderen NPCs helfen, anderen Spielen mit anderen Spielen zusammenzocken und so weiter. Es hat nur ein Online-Game, also ihr müsst eine stetige Internetverbindung haben. Und ja, es ist manchmal ein bisschen schwer, also zum Einsteigen, komplexen Skilltree und alles Mögliche, genau zu wissen, was ihr skillen müsst und so, ist ein bisschen schwer. Die Monster machen auch manchmal ein bisschen zu viel Schaden. Kann schon sein, deshalb machen wir auch einen defensiven Build. Also Shield Rush heißt er, glaube ich. Das ist das Skilltree für alle Anfänger. Ja, man weiß, wohin man muss. Also ich weiß, wo ich hin muss. Gut, wir fangen an mit Damage. Diesen einen Node, die Nodes hier nicht und hier oben auch nicht. Wir gehen hier unten durch und gehen rüber zum Duelist. Hier ist der Duelist-Start. Ranger, Shadow, Witch, Templar und dem Marauder. Und ja, hier drin ist noch die Skyne. Ich sage einfach die Sachen auf Englisch, weil die meisten Spieler tun auf Englisch spielen. Und ja, wir spielen aber auf Deutsch, damit ich euch ein bisschen etwas erklären kann. Ich muss ja nicht auf Englisch spielen, weil ich schon ein ziemlicher Profi bin. Die einen Namen natürlich auf Englisch auch direkt weiß. So. Stirbt zuletzt ist eine komische Frau von der Skurge-Liga. Die wird eigentlich tot, also ja, bewusstlos aufgefunden. Das kann ich nachher gleich zeigen. Wir nehmen Lavaschlag. Lavaschlag ist so Feuerbälle in die Luft. Aber zermalmende Schild ist, glaube ich, der Skill, den wir brauchen. So. Das sind die anderen Items ja, von den anderen Charakteren. Wir nehmen natürlich da mal die richtigen Items raus, tun das Equippen, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ja, hier unten ist der letzte Charakter, ein Energy Blade, seine Energieklingen, Guardian. Der ist aber noch nicht Guardian. Die zweite Klasse, wie bei uns der Berserker, der wird dann in Akt 3, Ende Akt 3, dann möglich zu
werten. So, neue Items gibt es hier nicht. Ja. Keine neuen Items. Okay. So, also Leech Content kommt jetzt dann gleich. Das mache ich mal aus. Das nervt mich immer bei einem Livestream. Die machen das nie aus. Einfach kurz hier Pop-ups beenden, klicken. So, jetzt sollte die eigentlich hier auftauchen, aber weil ich ja schon Charaktere angefangen habe. Es ist schade, dass nicht immer resettet wird bei einem neuen Charakter. Naja. Und ja, weil ich eben ein bisschen getestet habe, kann ich halt jetzt nicht von ganz neuem anfangen. Außer ich spiele mal Solo Selfhunt, aber dann dauert dieses Let's Play wahrscheinlich 6, 7 Monate und nicht nur 3 Monate, wie der die Liga-Ding ist. So, nein. Nicht mitnehmen, weg. Ding. Wir haben noch kein Schild. Ach komm, ich habe nur große Sockel. So, das ist Magma Strike. Lavaschlag oder was auf Deutsch heißt, ja. Und diese Ding, das ist jetzt von der Scourge-Liga. Ein Meter, wenn er voll ist, können wir das Event eigentlich relativ gut aktivieren. Wir können ihn schon vorher aktivieren, aber das dauert dann meistens zu wenig lange. Okay, Mana-Probleme. Da lacht ein Gegner. Mich aus. Der arme Drago. Okay, die Kugeln sind verschwunden. Früher hat das Kill mir besser gefallen. Ich finde die komischen. Also, es war ein bisschen zu performance-intensiv. Es war so, wie sagt man dem? Ja, so ganz heiße Kugeln. Jetzt sind sie eher so. Ich weiß eigentlich nicht, wie man das nennt. Einfach Feuerkugeln. Nicht mehr so schön Magma. Ja, wir bekommen noch ein bisschen viel Schaden über. Klar. Aber da wir ganz gute Resistenzen haben werden, ja, bekommen wir dann wahrscheinlich kaum Schaden. Also nur so zur Info, der Bild wird ein bisschen stärker, als ihr denkt. Das brauche ich auch, weil ich Solo Selfhunt spiele eigentlich trotzdem. Ja, wir sind noch ein bisschen zu langsam. Kommt. Einfach wegen der Mana und so. So, wir hören auf. Wir werden zurückgeportet an den Anfang der Scourge. Das ist einfach der Grund, wenn keine Gegner in der Nähe sind, hört auf mit dem Event. Es bringt mehr, wenn ihr dann schneller wieder das Event starten könnt und danach wieder Gegner da sind. Das ist ein bisschen schlecht. Sie arbeiten dran. Sie haben geschrieben in einem Post, dass sie einfach jetzt dran sind, diese Sachen, wenig Drops und so, ein bisschen zu erhöhen, also die Drops zu erhöhen. Und die Monster ein bisschen zu nerven, die werden manchmal schon recht stark. Können wir trotzdem, auch wenn wir sehr gute Verteidigung haben, noch sterben. Okay, hier ist der Gebietsboss. Einfach immer wieder ein bisschen um sie herum. Weil diese Feuer, Sturm Attacke macht recht viel Schaden. Für den Anfang. So, wir haben sie besiegt. Machen wir nochmal das Event. Jo. Also anfangs lohnt es sich noch nicht, so die Events zu machen. Ich zeige es jetzt einfach ein bisschen. Also was ist, wir kommen in eine andere Welt. Diese rote, ja, der rote Hintergrund und so. Und es sind hier so, ja, Risse. Und das macht einfach, das lockt dann Gegner raus, die uns angreifen. Ja, das war's. Also mehr Content ist in dieser Liga leider nicht da. Vielleicht noch ein paar Bosse, die auftauchen dann. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt wieder eine winzige Liga. Weiß es nicht, was die Entwickler machen. Wahrscheinlich mehrheitlich an Path of Exile 2 arbeiten. Es dauert halt noch Ewigkeiten, bis es rauskommt. Wahrscheinlich Ende 2023 kommt es dann raus.
Und ja, es wird sicher verschoben. Also jetzt steht noch Anfangs 23. Aber gut, ja, ich kenne die Entwickler schon seit 11 Jahren, also. Psst. Ich weiß, wie sie ticken. Sie verschieben immer alles. Gut, und ja. Eben schon ein richtig großes Add-on haben sie seit Fall of Oriat eigentlich nicht mehr gebracht. Außer der Atlas wurde überarbeitet. Also, ich finde das irgendwie nicht so toll, wenn ich weniger. Okay, mir das mal bitte den Namen. Wenn ich weniger Gebiete habe, also weniger Kreuzritte gleichzeitig, aber ich hatte sowieso nie immer gleich immer alle Kreuz. Ritter, also ja. Die Kreuzritter ist so eine Mechanik, die eigentlich ziemlich neu reingekommen ist. Das sind einfach Bosse, die dann zwischendurch immer auftauchen. Man kann sie nicht besiegen, aber dann in einem Kampf, in einem Arena-Kampf kann man sie dann besiegen, wenn wir genügend solche getroffen haben von einem. Und irgendwann taucht dann Elder, der Älteste, und der Shaper, der Schöpfer, auf. Und die sind natürlich dann schon ein bisschen High-Ende. Und was taucht noch auf? Ich kann jetzt den Namen nicht sagen, leider. Bin ich so ein Viehspieler. Ja, ein Langspieler von Path of Exile. Kann den Namen jetzt gar nicht sagen. Tut mir leid. Also das ist unsere Attacke. Die macht ein bisschen doppelten Schaden, wenn man gut auf die Gegner zieht. Also in der Mitte tut es sich zusammen. Es sind so zwei Schockwellen, die da uns zusammen dingen. Und ja, je nachdem, wie viel Armor wir auf dem Schild und so haben, desto mehr Schaden machen wir. Genau. So, jetzt sind wir hier weiter unten durch. Wir gehen zurück. Wir haben. Weiß gar nicht, was das ist. Das Quest-Item haben wir. Medizin zurück, genau, stimmt. Okay. Ruf da an, brauchen wir nicht. Ansturm. Ich würde gerne Ansturm nehmen, aber ich habe keinen blauen Sockel. Grünen Sockel. Ich habe zwei blaue Sockel. Also Ruf da an, brauchen wir nicht. Das ist eine AOE-Attack, das funktioniert nicht bei AOE. Umgebung. Chance zu bluten ist natürlich auch gut, aber ich finde Attack Speed eigentlich besser. Ich muss das einfach jetzt mal hinkriegen mit dem Sockel. Also, jetzt machen wir mal die Flask blau. Ja, sehr gut. Hier haben wir noch eine zweite. Die ist besser. So. Gut. Leider habe ich nirgends wo eine Ausrüstung mit Blau und Rot, Grün und Rot. Wir müssen eine erhandeln. Als der Marauder hat er gerne rote Sockel, aber wenn man jetzt zum Beispiel wie hier. Okay. Die Rüstung, ne? Farewell. Sein Mann, der steht, so. Sehr gut. Kaufen. While we live, we are blessed. Schau mal kurz. Ja. Wo ich hin muss. Ich muss jetzt zuerst, denke ich mal. Ja, zum Duellisten. Okay. What now? Jetzt gehen wir wieder zurück zur Küste, dann in den anderen Eingang. Jetzt werden wir wahrscheinlich Mana-Probleme haben durch den Ansturm. Also ja, je nach Support-Game machen wir natürlich mehr, verbrauchen wir mehr Mana. Das hat so eine Mana-Multiplier drauf.
für den Anfang, wenn ihr Mana-Probleme habt oder bis ihr zu Mana kommt. Bei Marauder kommt man halt sehr schlecht zu Mana. Nutz. Müsst ihr halt einfach weniger Gems nehmen. Nutzt jetzt auch nur einen Gem natürlich. Ja. Und dann später, einfach wenn ihr dann genügend Mana habt, die anderen Gems verlinken. Linked Slots, Sockels. Ja. Sieht cool aus, also ich dachte, das sieht anders aus. Sieht irgendwie aus, als würde man irgendwie die Luft durchwirbeln. Und der AOE ist scheinbar auch gut, also wir haben dann später Rage durch den Berserker und dann greifen wir viel schneller an, machen auch mehr Schaden. Also Rage ist so wie ein Frenzy Charge, die kann man sammeln, also Rage Punkte kann man sammeln und ja, hat dann sozusagen eine erhöhte Geschwindigkeit und mehr Attack Speed, also Attack Speed und mehr Schaden. Das kann man kombinieren mit den Warcries, Kriegsschreie. Ja. Hat dadurch mehr Rage-Aufladung, also Warcries lösen Rage aus, brauchen aber auch ein bisschen Rage. Und das kann man so machen, dass es nur noch 10 Rage kostet, ob man dafür irgendwie 20 Rage bekommt. Da hat man natürlich auch immer Maximum Rage, denke ich mal. Aber das sehen wir dann später, das weiß ich jetzt auch nicht gerade so gut, weil ich noch nie einen Rage Berserker gemacht habe. Damals, als ich Rage, also Berserker benutzt habe, gespielt habe gerne, hatte man solche Rage Sachen noch nicht. Die wurden erst später dann implementiert. Weil ich eher so der Summoner-Fan bin und der Magier-Fan bin, habe ich so Marauder halt nicht so oft gespielt. Aber gut, so ein Geschwindigkeitsschrein auch sehr gut. Wunderbar. Da wir neue Gems bekommen, müssen wir noch kurz ins Lager. Aber erst wenn wir da in der Höhle drin sind. So, ich das mal hier aus. Optimal ist es in einer Sackgasse auslösen. Und wenn ihr schneller seid, so ein bisschen Kreisbewegungen machen, Spiralenbewegungen. Ja. Lohnt sich halt jetzt noch nicht so zu machen. Ich mache es einfach, damit ich euch ein bisschen zeigen kann. Aber eigentlich können wir jetzt mal durchrennen und nichts machen. Weil ich habe schon gelevelt, also. Die Dinge bringen überhaupt nichts, diese Events momentan. Ich bin schon bei der zweiten Ebene, wo man mit 3 auswählen kann. Ich kann das mal drücken, ich weiß nur die Taste nicht. Das Transformieren. Ja. Lass mal kurz schauen. Gehen wir mal zum Wegpunkt drüber. So, das muss eigentlich irgendwo. Dankeschön fürs Abbrechen. Blutsiegel Kompendentium ist Ü. Das ist aber nicht das Liga-Content. Ja, Liga-Oberfläche ist S, das weiß ich. Können die das nicht mal ein bisschen sortieren? Ich habe halt keine Tasten mehr. Ein paar sind unbelegt, das ist klar. Ich möchte nur dieses Leveling-System aufmachen. Ist das so schwer, liebe Entwickler? Ich sehe es nicht. Eigentlich ist es S. Aber S geht nicht auf. Wieso geht S nicht auf? Habe ich eine Doppelbelegung auf S? Nee, dann würde es ja auch rot sein.
Keine Ahnung, ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, vielleicht einfach, weil wir noch kein Level haben. Noch nicht gelevelt haben. Ich sehe keine S. Ja, keine Doppelbelegung auf S. Ja, kann ich leider nicht aufmachen momentan. Bin wahrscheinlich zu low. Stay sharp out there. Hello. Nicht zurück, nein, nicht zurück ablehnen. There's no time. Ja, es wird auch keine Ding. Naja, eben die Liga ist viel zu früh raus. Also hätten sie noch eine Liga warten müssen mit diesem. Naja. So, was kann ich noch hier holen? Für Anfänger ist der Ködertoten relativ gut, habe ich gesehen beim Marco, meinem ja, Editor. Der taktische Schlag ist eigentlich ziemlich gut. Ja, eher, wie heißt der? Reaktionskill da. Es gibt leider einen Reaktionskill nicht. Wo man, wenn ein Gegner angreift, einfach zurückschlägt. Wenn der Gegner zum Beispiel kritet oder Gegenschlag. Hä? Aber es sind zwei Waffen. Abrechnung ist das, okay. Ja, Abrechnung ist aber mit Schild. Und Schild haben wir, also den nutzen wir. Diesen Schlag noch so. Und jetzt könnten wir noch eine bessere Waffe nehmen. Haben wir halt keine. Ne. Wir haben keine bessere Waffe. Ja, wir nehmen einfach. Okay, wir machen die jetzt mal blau. Kritische Trefferchance ist nichts. Okay, die Schaden und Mana-Regeneration. Sehr gut. Ja, aber. Du so blöde. Ja, rot. Rot müssen sie sein. Rot. So schön rot. Gut, dann schau noch mal kurz. Keinen zweiten Bildschirm. Wir können noch diese Nebenaufgabe machen. Oder wir rennen schon mal durch. Genau, wir rennen mal schon mal durch und hören bei Ledge auf. Okay, aber das Ding ist langsam. Ja, das ist einfach hier. So. So, wieso habe ich Stahlhaut auf die linke Maustaste gemacht, damit das natürlich automatisch beim Lauf aktiviert wird. Ist sozusagen jetzt beim Gegner auch dieses Schild haben. Das kann die Gegner uns weniger Schaden zufügen. So eine Art ja, Proxima-Schild. Ich muss mal schauen. Stahlhaut, ja. Immunität gegen Bluten, sehr wichtig. Von der Stärkung abgezogen, also wie ein Entity-Shield wird es einfach ein bisschen etwas vom Schild abziehen. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Jetzt tu doch den Toten. Ja, der Angriff ist noch viel zu lange. Solange er angreift, kann ich den Toten nicht setzen. Gut, wir haben aber immer mehr Leben. Das ist sehr wichtig. Genau. Das Problem ist einfach, die Angriffe sind abbrechbar und wenn ich angreife, dann wird es einfach abgebrochen. Genau so etwas, was ich eigentlich nicht mag in dem Spielen. Das automatische Abbrechen. Ein Skill, ein neuer Skill sollten halten halt einfach sozusagen
ersetzen und nicht abbrechen. Also dass der neue Skill abgebrochen wird, wenn der alte Skill eingesetzt wird. Das ist eine richtig nervige Angelegenheit, so dass wir immer beides doppelt drücken. Finde ich nicht so gut. Die Entwickler haben da ein bisschen Mist gebaut. War früher besser. Also früher, wo es noch war, so war es besser. Und die neue Mechanik ist nicht so toll. Weil ihr wollt ja, wenn ihr irgendwas einsetzt, den neuen Skill einsetzen. Also wenn ihr fliehen müsst mit einem Bewegungsskill, dann wollt ihr den Bewegungsskill einsetzen und nicht der Totem irgendwie abbrechen, weil man gerade mit rechts auch angreift. Also eigentlich müsste dann der Entwickler so machen, dass solche Sachen priorisiert werden. Schild, Totem und Ding. Normale Angriff oder Fähigkeitenangriffe nicht priorisiert sind. Das wäre die beste Mechanik, stimmt. Okay, wie viele Gegner, wie zäh die sind. Also ihr seht, das ist eine Mega-Action, da müsst ihr halt vorbereitet sein, bevor ihr das startet. Aber ich habe ja gesagt, ich mache die nicht jetzt momentan. Wir verlieren zu viel Zeit, sonst, weil es droppt ja nichts. So. Okay. Jetzt haben wir, also das ist jetzt der Ding, Blutsiegel. Ich weiß nicht genau, ist das hier irgendwo? Dieses Fenster möchte ich gerne aufmachen, das geht nicht. Ah, man muss hier oben einfach umswitchen, okay. Ich möchte mehr Sockel haben. Verbindungen, ja, auch, aber die werden ja danach generiert, wenn es geht. Gut. Mache ich gleich nochmal ein Part und beende dann einfach ein bisschen rechtzeitig. Ich will nicht zu lange diese Parts machen. Also 25 Minuten sollten es schon sein. Wir haben 27 Minuten. Okay. So ungefähr in einer Woche oder zwei habe ich den zweiten Bildschirm dann. Also ich habe ihn schon, aber ich kann nicht anschließen, weil das HDMI-Kabel kaputt ist. Also HDMI, Slot am PC ist kaputt. Ja, und deshalb kaufe ich einen komplett neuen PC. Der wird so mega stark sein, dass ich wahrscheinlich in 4 oder 8K sogar die Videos bringen kann. Und halt mal ein bisschen besser rendern. Ja, aber die Qualität, die ruckelt halt. Also zu meiner 4K-Qualität auf Full HD runter zu rendern, ist natürlich schon extremst Hardware anforderlich. Also der CPU fängt dann an zu glühen, deshalb kann ich nicht rendern. Und ja, ich muss runter rendern, sonst ja, dauert das Video einen Monat, bis es online ist. Das ist einfach, weil, ja, weil es rendern halt so lange geht auf diesem PC. Nicht das Hochladen, also das Hochladen ist irgendwie bei YouTube wieder extrem viel schneller geworden, habe ich das Gefühl. Ich brauche so ungefähr 20 Minuten, bis es Full HD Auflösung gerendert hat. Also HD Verarbeitung gemacht hat. Ja. Es steht immer HD Verarbeitung, aber es ist Full HD Verarbeitung. Ich mache ja 1080p 60 FPS Aufnahme, also für YouTube. Und ja, es geht eben sehr kurz eigentlich auf das Rendern, also da ist immer der PC-Lüfter am explodieren fast. Und verdrehen, also Mann. Und das will ich lieber nicht, also die Aufnahmen sind genauso wie ich aufnehme und gerendert, momentan noch. Ja, wenn die mal ein bisschen einfacher werden würden, ein bisschen schneller alles gemacht werden könnte, ja, dann würde ich es auch wirklich auch gerne machen. Aber weil man schon ein bisschen Probleme hat beim Wissen, wie man jetzt genau alles macht. Ja.
geht's halt nicht. Die Rüstung tue ich dann tragen, wenn ich einen anderen Slot habe, grüne. Grün-rote Verbindung habe. Oder gar nicht. So, sind wir schon beim Vapen gewesen? Ne? Das weiß ich gar nicht. Sieht man da irgendwas? Ne, der kommt noch. Ja, okay, sehr gut. Dachte schon. Gut, dann mache ich hier kurz eine Pause und mache dann noch eine zweite Aufnahme. Tschüss.